Vater, ich danke dir für neue Erkenntnisse. Ich danke dir, dass du Gott aller Götter bist. Und ich erkläre unsere Herzen und Ohren für offen, dass du jetzt zu uns redest. Ich bin so begeistert, wie Gott arbeitet. Und ich danke meinem Gott, wie sehr er immer mehr zeigen möchte, wer er ist. Und ich bin so begeistert von dem, dass er sagt, die Seinen werden sich erkennen. Da du ein Geistwesen bist, du hast mit Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das heißt, du bist jetzt Geist aus seinem Geist, du bist sein Wesen. Gott sagt immer wieder auch in seinem Wort, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, Johannes 10, Vers 11. Oder ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Also quasi, Gott sagt damit, er kennt seine Schafe. Er weiß, wer Geist aus seinem Geist sind. Und oft ist es so, man unterhält sich, man sagt, hey, ich bin Christ. Und dann kommt ein anderer und sagt, hey, ich bin auch Christ. Dann unterhält man sich. Und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie ist man nicht eins. Wieso versteht der andere mich nicht? Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie kann es sein, wenn der doch Christ ist, dass der nicht die gleiche Gesinnung hat wie ich? Und dann ist so, wenn je mehr ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, ist mir etwas aufgefallen. Wer ist denn dein Papa, wenn du Christ bist? Was bedeutet Christ? Christus Mensch. Ja? Du hast dein Leben Jesus Christus gegeben, weil du erkannt hast, dass du einen Retter brauchst. Du hast erkannt, dass du nicht in der Lage bist, gut zu sein, gerecht zu sein, dass du es in deinem Leben nicht hinkriegst. Du hast erkannt, dass du zum Vater im Himmel nur durch Jesus kommst, dass er dir helfen will, dass du nur durch ihn man in den Himmel kommen kann. Das heißt, du kommst, wenn du stirbst, legst du deinen alten Menschen ab, deinen alten Körper. Und ein Mensch besteht aus einem Körper, aus einem Geist und aus einer Seele. Die Bibel beschreibt Seele und Körper als Fleisch, ja, das ist das Fleisch, die Gesinnung. Und den Geist, das ist das, was ewig lebt. Ja. Die Seele, wenn du stirbst, die verfliegt, die ist weg. Aber dein Geist nicht. Dein Geist lebt weiter und entweder du bist in der Himmel verfrachtet oder du kommst in die Hölle. So, was ist aber mit den Christen, wenn sie sich nicht verstehen? Es gibt ein Lippenbekenntnis, wo man sagt, ja, ich habe es getan, ich habe Jesus in mein Leben genommen, aber nicht mit dem Herzen entschieden, nur mit dem Kopf. Und es ist total wichtig, dass man entscheidet, dass solche Sachen, so eine Entscheidung aus Glauben ist und aus dem tiefsten Herzen bekennt, dass Jesus Christus dein Herr ist. Und du wirst merken und verstehen, wenn du die Bibel liest, du verstehst auf einmal die Bibel. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber je mehr du lernst, den Heiligen Geist einzuladen, Heiliger Geist, du bist der Autor und ich danke dir, dass du mir die Bibel erklärst, weil es ist ja dein Geist und ich habe den gleichen Geist in mir. Und Gott sagt auch immer wieder in Johannes 10, kann man das gut nachlesen, ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das heißt, du bist, wenn du aus ganzem tiefsten Herzen dein Leben Jesus gegeben hast, bist du ein Himmelsbürger. Du lebst zwar hier noch auf der Erde, ja, aber du hast zwar deinen Körper, also quasi deine Seele, und dein Körper, die hier sind, das ist das Fleisch, du hast aber eine neue Gesinnung, du bist ja jetzt ein Geistwesen. Und Gott weiß, wenn er mit dir arbeitet, wer du bist. Das heißt, wenn er mit dir redet, dich ruft und du bist fähig, seine Stimme zu hören. Oft habe ich immer gesagt, oh, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Gott hat immer wieder gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und die Seinen werden sich erkennen. Das heißt, wenn du mit den Menschen redest, die auch Geist aus seinem Geist sind, auch wenn du vielleicht
noch nicht seelisch, also in deiner Gesinnung, vieles verstehen kannst, wirst du aber dich untereinander erkennen. Gott sagt auch in der Endzeit, er holt seine Braut, er bereitet seine Braut vor. Das heißt, vieles wird erschüttert. Ich versuche das mal ein bisschen anders zu erklären. Das heißt, wenn jetzt 100 Christen sind, die schlafen zum Beispiel oder die sich voll mit den Sachen dieser Welt beschäftigen, ist die Gesinnung mehr auf das Weltliche. Gott sagt aber auch immer wieder, wasche dich, reinige dich im Wasserbad des Wortes, lies die Bibel, hör dir Predigten an, die Geistpredigten sind. Was meine ich damit? Wenn du ein Predigen hörst, der die Wahrheit Gottes präsentiert, Jesus Christus, dass das vollbrachte Werk Jesus schon erledigt ist, dass wir nach dem Kreuz leben, ja, dass das die Kraft ist. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die heute lebt. Deswegen ist es auch die gute und frohe Botschaft. Wenn es ein Prediger ist, der das predigt, Jesus Christus, Zentrum, oben, unten, links, rechts, nur Jesus, dass wir uns darauf verlassen sollen, nicht auf Menschen, wir sollen uns nicht auf Prophetien verleiten lassen, sondern nur auf Jesus gucken, dann sind es Geistpredigten. Und diese Geistpredigten, wenn du die hörst, dein Herz hüpft. Dein Herz hüpft, warum? Weil es dich von Geist zu Geist bestätigt, wer du bist. Und du merkst, dass das die Wahrheit ist. Das ist so krass. Und bei dem anderen merkst du, das ist die Seele. Die Seele jammert. Die Seele braucht noch. Die Seele will gestreichelt werden. Ja, aber es ist nicht mehr deine Natur. Und du kannst die ganze Zeit schlafen. Oder du kannst sagen, ich will wach werden. Heiliger Geist, hilf mir. Ich will wach werden. Ich setze meine Sinne frei. Meine Ohren, mein Herz. Ich will hören. Ich will stark werden. Ich will wissen, wer ich jetzt in Christus bin. Das, was ich jetzt hier habe, reicht mir nicht aus. Ich will mehr. Ein Hunger haben. Ein Hunger haben nach dieser Wahrheit Gottes. Diese Kraft, diese Power des Evangeliums. Ja, die Kraft, die in dir herrscht und die möchte raus. Sie will, dass du zu einem Licht wirst. Hör auf zu schlafen. Und Gott will dich wach machen, denn du bist sein Schaf. Du bist sein Geist aus seinem Geist. Und im Römerbrief 8, Vers 16 steht drin, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wir sehen jemanden, wir unterhalten uns und relativ schnell wirst du merken, ob er nur religiös ist, ob er nur etwas gelernt hat oder ob es sein Leben, seine Natur ist. Du wirst es sehr, sehr schnell merken, je mehr du darum bittest, deine Sinne zu schärfen und du anfängst zu trainieren auch deine Sinne, dann wirst du spüren und merken, wer ist denn wirklich ein Christusmensch? Weil heutzutage sagen viele Christ, ich bin auch ein Christ oder ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Ja, davon gibt es mittlerweile mehr denn je. Und es ist so schwer zu unterscheiden, was ist denn das Original und was ist eine Kopie. Und Gott sagt immer wieder, er wird die Seinen, ja, sein Geistwesen werden sich gegenseitig auch erkennen. Wow, das ist so genial. Ja, sie werden sich erkennen. Warum? Weil er uns unsere Sinne schärft, der Geist. Und man spürt sich gegenseitig, dass es kein religiöses Geschwafel mehr ist. Keins, ich will Gott eine Gefallen tun. Ich möchte etwas tun, damit er mich liebt. Nein. Wisse, du bist geliebt, du bist angekommen, du bist eine neue Schöpfung, du lebst im Jetzt und hier in der Gegenwart, ja? Wahnsinn, es ist eine Kraft. Du musst Gott nicht überzeugen, Gott hat dir alles geschenkt. Durch das Kreuz Jesus Christus hat er dir bereits gegeben. Er hat dir Heilung gegeben, er hat dir Kraft gegeben, er hat dir Liebe gegeben, er hat dir Freude gegeben, er hat dir Fülle gegeben. Aber nehmen musst du, der Tisch ist gedeckt. Aber wenn du nicht lernst zu nehmen, dann ist das alles nur Luft und du kannst nicht glauben. Du fängst an, enttäuscht zu sein. Es funktioniert ja nicht. Ah, ich wollte Gott überzeugen, dass er, bitte lieber Gott, mach mich gesund. Und Jesus sagt, ich habe dir alles gegeben. Durch mich, durch Jesus hat er dir das bereits am Kreuz geschenkt. Finanzen, deine Probleme, du brauchst Lösungen. Jesus hat gesagt, er ist ein Lösungsbringer. Probleme sehen kann jeder. Aber Christus Menschen tragen die Herrlichkeit Gottes mit sich. Sie geben es weiter.
Sie holen die Antwort vom Tisch der Gnade. Der Tisch ist gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Und ich nehme jetzt von diesem Tisch die Antwort für das jetzige Problem, was ich jetzt habe. Denn Gott bringt nicht immer nur, zeigt nicht immer nur die Probleme, sondern er ist immer der Lösungsbringer. Probleme sehen und ansprechen macht einen klein, macht einen nieder. Gott sagt aber, er baut euch gegenseitig auf. Verurteile nicht, aber er baue dich gegenseitig auf. Jeder macht Fehler. Und wir lernen alle noch, wir sind alle Schüler. Aber Gott sagt immer wieder, lerne von mir, bau dich auf. Erkenne, hilf dem anderen, sei ein Licht. Denn du hast das Licht schon in dir drin, Jesus Christus. Und das kannst du in deinem Alltag machen. Nimm, wenn du weißt, hey, du siehst ein Problem bei einer Person, nimm die Lösung von Gott, indem du einfach nur sprichst, Herr, ich danke dir, dass ich das sehen durfte, dass die Person jetzt ein Problem hat. Ich habe die Lösung, denn ich hole sie direkt von dir, nehme ich sie, ich empfange sie, ich habe sie. Ob du es siehst oder nicht, spielt keine Rolle. Du hast es, denn du lebst im Glauben und nicht mehr im Sehen. Und du nimmst es, du hast es und du setzt es frei. Halleluja! Das ist eine Kraft und das ist eine Power, die die Welt verändert, die deine Umgebung verändert, die dein Umfeld verändert. Und vor allem dich selbst. Warum? Weil du auf einmal anfängst, zu einem Licht zu werden. Wow! Mache dich auf und werde Licht. Oh, Halleluja! Denn du bist nicht im Fleisch, sondern im Geist, steht im Römerbrief 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und hier sagt Gott immer wieder, das Fleisch, die Seele, Verstand, Gefühl, bist nicht mehr du. Denn du lebst jetzt aus Geist. Warum? Weil du ein Geistwesen bist. Und hier steht auch drin, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann kannst du die anderen Sachen auch nicht mehr machen. Die Sachen fallen ab, die dich von Gott trennen wollen. Und Gott kennt seine Schafe und lässt sie sich unterseitig, gegenseitig erkennen. Sie erkennen sich im Geist, wer der richtige Papa ist. Sie erkennen sich untereinander und sie kommen auf einmal zusammen, unterschiedlicher Art. Es kann eine ganze Gemeinde sein und in der Gemeinde ist nur eine Person, die auf einmal wach ist. Schlafe nicht, wache auf, der du schläfst. Deswegen ist es so wichtig, in dieser Endzeit, wache auf, sei wachsam. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Und er freut sich, er bereitet dich vor, aber er will nochmal seinen Geist ausgießen. Er will dir helfen, ein Licht zu sein, indem du erkennst, was er dir bereits gegeben hat. Und das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst in diesen Tag, dass du erkennst, dass das Kreuz vollbracht ist. Es ist das Werk Gottes, vollbracht ist vollbracht. Er hat dir alles geschenkt, alles, was du zum Leben brauchst. Aber um drei Sachen darfst du bitten, sollst du bitten. Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit, damit du es schaffst, in dieser letzten Zeit, die wir jetzt noch auf der Erde sind, überleben kannst. Warum? Weil du das Original kennst. Wenn du das Original kennst, Jesus Christus, die Kraft, dieser Geist, diese Herrlichkeit, dann wirst du auch jede Kopie erkennen und es fällt an dir ab und es kommt nicht mehr an dich ran. Halleluja! Und so segne ich dich in diesem Tag, in Jesu Namen. Amen.